Warum tauchen wir eigentlich ein Backplate-Wing-System? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute möchte ich mal mit der Frage anfangen, warum tauchen wir eigentlich ein Wing-System, ein Wing-Backplate-System? Es ist ja schon so, wenn man zum Tauchen anfängt, wenn man mit den klassischen Basen gerade im Urlaub anfängt, das erste Mal in Berührung kommt mit dem Tauchen, wird bei den meisten ein klassisches ATV-Jacket, wie es auch von Mare, Scuba Pro und wie sie alle heißen, angeboten wird und hier ja auch doch noch ein deutlicher Markt vorhanden ist. Warum gehen wir davon weg? Warum sagen wir, ein Wing-System, ein Wing-Backplate-System ist die bessere Variante, um hier ins Wasser zu gehen und tauchen zu gehen? Einer der Hauptgründe ist, man wollte das Ganze reduzieren. Also ganz ursprünglich kommt dieses Backplate-System ja aus dem Höhlentauchen. Man wollte seine Ausrüstung möglichst reduzieren, möglichst wenig Dinge dabei haben, die Fehler produzieren können, die Auftrieb produzieren können. Ja, einfach ein stark reduziertes System. Das ist einmal der Grund, warum wir diese Backplate verwenden, die Backplate mit einer Bebänderung. Diese Bebänderung hat ja dann den Vorteil, dass man dort fast nichts hat. Es ist nichts, was einen einengt, was drückt, aber es steht eben auch nichts weg und es ist nichts dran, was unnötig Auftrieb produzieren kann. Alles, was Auftrieb produziert, müssen wir wieder umständlich mit Blei ausgleichen. Das wollen wir nicht, also deshalb eine möglichst reduzierte Ausrüstung ohne Taschen und was es da alles gibt, was an Düsensystemen am klassischen ATV-Jacket verbaut ist. Das ist einmal der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich, dass wir aus dieser Idee heraus ein möglichst stabiles System brauchen. Meistens haben diese ATV-Jackets einen Kunststoff, basieren auf einer Kunststoffplatte. Wenn ich aber mit schweren Doppelgeräten tauchen möchte, brauche ich doch etwas Stabileres wie das Kunststoff. Gerade in der Vergangenheit war das so. Ihr müsst auch sehen, diese Systeme kamen so vor 20 Jahren ungefähr so richtig auf. Da war das mit dem Kunststoff schon ein Unterschied, ob man jetzt hier einen Edelstahl getaucht hat. Heute kann man das sicher auch lösen. Aber trotzdem ist es so, dass gerade wenn ich mit einem Doppelgerät ins Wasser gehe, natürlich eine Edelstahl-Backplate eine ganz andere Steifigkeit und Stabilität liefert, wie das ein Kunststoff tut. Zumindest ein klassischer Kunststoff. Das war es dann soweit zur Backplate, nun aber zum Wing. Das klassische ADV-Jacket zwingt euch in eine Tauchposition, in eine 45 Grad Winkelposition, sodass ihr ungefähr so im Wasser steht. Ihr habt dadurch die Möglichkeit, relativ gerade zu gucken, ohne den Kopf zu überstrecken, könnt ihr euch die Dinge unter Wasser ansehen. Und das ist auch die Idee, dass das ADV-Jacket hat, dass man eben hier den Auftrieb so gestaltet hat, dass ihr automatisch in diese leicht angewinkelte Position kommt und damit euch leichter tut, die Dinge zu sehen. Genau das ist aber das, was wir im technischen Tauchen nicht wollen. Wieder zurück, wir kommen hier aus dem Höhlentauchen, aus dem Tieftauchen, wo ihr lange unterwegs seid und damit auch entsprechend aufsättigt und entsprechend lange dekomprimiert oder eben lange auf Tiefe seid. Durch die waagrechte Wasserlage, in die uns diese Wings automatisch bringen, also genauso wie das ADV-Jacket euch hier in diese angewinkelte Position bringt, bringt euch das Wing in eine waagrechte Situation. Und somit seid ihr mit dem kompletten Körper auf gleicher Tiefe. Wenn ihr euch das mal so ein bisschen überlegt, bei einem ADV-Jacket, je nach Körpergröße, wird der Kopf und die Füße ja wahrscheinlich unter einen Meter unterschiedlich auf Tiefe sein, vielleicht sogar noch etwas mehr, je nachdem wie steil ihr im Wasser steht. Gerade eben dann, wenn wir sehr stark aufsättigen, die Dekompression dadurch natürlich etwas anspruchsvoller wird, macht es schon Sinn, dass man hier wirklich flach im Wasser liegt, um hier eine hervorragende, ja, also den ganzen Körper auf dem gleichen Level zu haben und damit sauber dekomprimieren zu können und hier nicht unterschiedliche Tiefen und damit unterschiedliche Drücke im Körper wieder ausgleichen zu müssen. Das ist eigentlich der Hauptvorteil oder die Hauptidee dieses Systems, dass euch diese Bauform mehr oder weniger automatisch in diese Wasserlage bringt. Daraus resultiert aber natürlich wieder der Nachteil, dass ihr den Kopf, wenn ihr nach vorne schauen müsst, schon stark überstrecken müsst, dass ihr müsst hier schon weit nach hinten gucken, damit ihr dann wieder gerade schauen könnt. Aber das
ergibt sich mit der Zeit, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, empfindet man das auch gar nicht mehr als störend. Im Gegenteil, es macht dann schon Spaß, einfach wirklich ganz flach im Wasser zu liegen und dann natürlich jetzt mal ganz abgesehen von diesen rein technischen, von diesen gesundheitlichen Dingen, dass ihr hier sauberer dekomprimieren könnt, wenn ihr flach im Wasser liegt, habt ihr natürlich auch den Vorteil, dass ihr sehr nah an den Grund tauchen könnt, ohne ihn zu berühren und ohne hier viel Sediment aufzuwirbeln. Wenn ihr nämlich so im Wasser seid, dann merkt ihr unter Umständen gar nicht, wenn ihr eure Flossen sehr tief habt und dann mit diesen Flossen den ganzen Schlamm und Dreck im See oder in eurem Tauchrevier aufwirbelt und damit die Sicht natürlich deutlich verschlechtert, wie wenn ihr waagrecht im Wasser liegt, die Beine hier hinten nach oben gehen und somit weg vom Boden sind, hat das natürlich den Vorteil, dass ihr hier einen sehr guten Silt-Control habt, also dass ihr im Prinzip nichts aufwirbelt, dass der Floschenstrahl nach hinten weggeht, aber das sind dann schon wieder Tauchtechniken. Aber diese Tauchtechniken sind dann auch nur möglich, wenn ich eine waagrechte Wasserlage habe. Und insofern bietet euch das Wing wirklich den Vorteil, dass ihr eben sauber dekomprimieren könnt, beziehungsweise diese Aufsättigung auch gleichmäßig stattfindet und dass ihr hier wirklich euren Tauchgang besser im Griff habt, indem ihr nicht so viel Schlamm aufwirbelt und hier eben dafür sorgt, dass die Sicht sich nicht verschlechtert, sind wir wieder beim Höhlentauchen, wo es ja ganz extrem wichtig ist, dass ihr, wenn ihr den gleichen Weg ja wieder zurück müsst, dass dort die Sicht nicht schlechter ist, als ihr von hier reingeschwommen seid. Dann haben wir noch als weiteren Punkt in der Kombination mit der Backplate einmal die horizontale Wasserlage. Ihr liegt hier wirklich flach im Wasser und dann durch diese Bebänderung habt ihr hier vorne keine Taschen, keine Dinge, die groß über euch drüber stehen. Diese Bebänderung ist im Prinzip, mal abgesehen vom Schlauch, euer tiefster Punkt. Und dann liegt ihr hier flach im Wasser und ihr könnt wirklich im Prinzip bis wenige Zentimeter auf den Grund abtauchen, auf die Ebene abtauchen und damit eben sehr nah am Grund, jetzt sind wir wieder beim Höhlentauchen, wo das vielleicht nötig ist, dass man durch eine Engstelle durch muss, könnt ihr hier wirklich sauber tauchen und habt halt immer die Beine oben, um hier nicht den Schlamm aufzuwirbeln. Das sind im Prinzip auf die Schnelle die Gründe, warum wir hier als technische Taucher diese Dinge vorziehen, diese Backplate-Wing-Kombination dem ADV-Jacket vorziehen. Aber das macht auch im Sporttauchen Sinn. Nur wenn ihr keine Deko-Tauchgänge macht. Deswegen sättigt euer Körper ja auch auf. Ihr habt ja trotzdem die Belastung im Körper und da tut ihr eurem Körper sicher auch etwas Gutes, wenn das Ganze gleichmäßig stattfindet und ihr eben nicht irgendwie relativ aufrecht im Wasser steht und hier extreme Druckunterschiede in eurem Körper habt. Das ist im Prinzip das, warum es sich auch immer mehr durchsetzt. Die horizontale Wasserlage hat einfach viele Vorteile gegenüber dieser klassischen angewinkelten ADV-Jacket-Wasserlage. Und das ist das auch, warum ich euch das Ganze empfehlen würde. Ruhig auch gleich als Anfänger, wenn ihr vielleicht eure Ausbildung im Urlaub gemacht habt, so könnt ihr euch gleich von Anfang auf diese Systeme einstellen. Ihr gewöhnt euch sehr schnell daran, geht weg von diesen ADV-Geschichten. Und dann kauft ihr hier vielleicht einmal weniger, weil wir stellen schon fest, dass als erstes mal ganz frisch, wenn man zurückkommt von seinem Grundkurs, dann wird das getaucht oder das gekauft, was natürlich auch der Tauchlehrer verwendet. Und das ist halt in Urlaubsgebieten oftmals immer noch ein ADV-Jacket. Nach einer relativ kurzer Zeit entwickelt man sich weiter und möchte etwas mehr machen und dann stößt man sehr schnell auf diese Wing-Systeme. Oft startet man dann mit einem Monosystem und dieses Monosystem wird dann erweitert mit einem Doppelgerät und so weiter und dann geht es immer weiter und wir stellen einfach fest, dass diese Entwicklung, diese taucherische Entwicklung bei vielen deutlich schneller ist, wie man sich selber am Anfang denkt und damit könnt ihr vielleicht einfach diese ADV-Geschichte überspringen, spart euch etwas, wenn ihr gleich hier von Anfang an in diese Wing-Systeme einsteigt. Und es ist ja inzwischen nicht mehr so, dass ihr das Ganze nur in Schwarz bekommt. Inzwischen, hier habe ich jetzt mal das OMS in Lava Orange da. Also es gibt mittlerweile wirklich alle möglichen Farben, sodass auch diese Wing-Taucherei nicht nur immer schwarz ist, nicht nur immer so extrem techy-mäßig ist. Es gibt hier mittlerweile genügend Farben, die das Ganze etwas farbenfroher und freundlicher gestalten.
Von manchen Herstellern, wie zum Beispiel Heltzian, könnt ihr die Farben auch völlig frei und individuell gestalten, aber dazu kann man sicher auch mal ein eigenes Video machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt ihr Anmerkungen dazu, gerne unten in den Kommentaren. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, damit wir euch gleich immer informieren können, wenn wir ein neues Video hochladen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.